An dem Ball kann der noch manuell ein bisschen was holen und so lange können wir überlegen, wie wir das jetzt hier anlegen. Also wenn wir hier das Kirschholz anpflanzen, muss das Ganze abgeholt werden. Zitronen müssten auch abgeholt werden. Ja, also wenn, dann machen wir es mit Zitronen. Ja, ohne geht nicht. Ich bitte euch, ohne Zitronen geht das Ganze nicht. Ja, also die Größe der Insel ist also doch recht gut. Das geht bei anderen jetzt nicht ganz so gut, ne? Hier hätten wir eine große Fläche, aber eben halt nicht so, wie wir sie brauchen. Ja, hier würde ein Layout hinbekommen. Hier würden wir also nichts. Das Ding wäre als Insel erstmal nicht so gefragt. Wenn ich die Insel übernehmen werde oder irgendwann, dann kommt hier eventuell eigentlich nur eine Stadt drauf. Wahrscheinlich kommt so ein Investorenstädtchen genauso wie hier rauf. Weil lohnt sich nicht und so keine große Kapazität. Hier unten ist das dann noch ein bisschen was anderes. Hier haben wir ordentlich Kapazitäten, viel Platz. Da muss ich mir dann nochmal überlegen, was wir hier noch mit draufhauen. Aber Fakt ist, die Insel ist erstmal rein zufällig ideal. Gut. Harz könnte man theoretisch ja auch produzieren. Schwierig. Oh. Gerade ganz böse Mittagsmüdigkeit, ist wieder furchtbar. So. Erstmal Copy-Paste. Dann holen wir uns den jetzt hier mal rüber. Also. Viermal kriegen wir nicht hin. Habe ich echt nicht genug Stein? Willst du mich hier verarschen? Guck mal, das wäre jetzt. Ach, dafür so viele Steine haben wir? Na, der muss einen höher. Dann wird er genau auf die Ecke hinpassen. Schon ein bisschen ärgerlich, so an sich. Ist an sich aber nicht das Problem. Vor allen Dingen, wie viel Platz wir sparen, wenn wir das jetzt so hier hinsetzen. Ja, wie viel Platz wir sparen, wenn wir das jetzt so hier hinsetzen. Ja. Wir setzen den nämlich hier ran. Wie schön, dass wir gerade kein Material haben. Sehr gut. Nehmen dann die Straße. So wichtig ist, dass die sich nicht in die Hege kommen. Also das ist genau die Grenze. Einen höher dürft ihr nicht machen. Ist auch erstmal okay. Alles klar, der kommt dann hier runter. Schön, dass wir die Ecke noch mitgenommen haben. Perfekt, es passen sogar auch drei. Wir befinden uns in beste. Wir haben eh noch nicht das ganze Zeug, ne? Also wir werden jetzt. Es fehlen 1700, ja, wegen dem Dings, ja, Fälle. Das Problem ist uns bekannt, wir arbeiten dran. Oh ja, kein Wunder, dass hier nichts mehr läuft. So, bam. Hauen wir den erstmal rein und hoffen, dass das jetzt wieder mit 50% hier alles ein bisschen besser läuft. Fakt ist, der ist noch voll. Wir können das mal ganz kurz zack machen. Zack machen. Und hier sind wir durch. Gut, wir brauchen die Item-Ausbildung noch. Lass mich raten. Wir haben Dings nicht so oft wie Dungs. Und deswegen brauchen wir Dungs. Genau, alles klar. Gut, wo ist unsere Madame? Madame brauche ich mindestens noch Meine zweimal. gelehrten Kollegen stammen aus aller Welt. Hier vereint sich jede Idee, jeder Denkansatz auf Erden. Ja, brauchen wir so oder so nochmal. Es mangelt an Arbeitskraft. Dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal ihn. Bei Gelegenheit. Den holen wir auf jeden Fall nochmal mit nach vorne. Du könntest ihn nicht abholen, ne? Ich traue mich nicht. Nicht mit dir. Tucker mal. Da, 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 da. Zack. Was mit euch? Kein Kautschuk mehr? Das ist jetzt schlecht. Da können wir jetzt auch gerade ganz wenig dran machen. Können wir die noch weiter nach unten schieben? Na, nur ganz bedingt. Naja, wir können zumindestens, also drei von denen könnte man bearbeiten. Willst du uns zuschauen? Das sieht scheiße aus, ja, ich weiß. Mehr fällt mir aber gerade nicht ein zu dieser originellen Abteilung.
Hey, guck mal, hier ist ja genug. Die werden auch nicht beliefert, ne? Die werden noch nicht beliefert. Ja, das sollten wir jetzt mal ändern. Was sagt denn mein Südseehandelversorgungsdings? Ja, das ist ja alles ganz toll. Der marschiert hier mit Kaffee, Kartoffeln, der bringt die Nähmaschinen noch von A nach B. Und du bist voll besetzt. Das heißt, wir brauchen so oder so mindestens noch eine Schiff neue Route. Unter Beschuss. Problem ist dabei jetzt aber auch. Ach, jetzt haben wir hier keine Arbeitskräfte. Was? Uns fehlen hier die 20 Arbeitskräfte. Ach, komm schon. Oh. Ja, ich ja gut, ich stelle das runter. Wo war das Ding? Wo habe ich das jetzt hingestellt? Dann mache ich es mir jetzt hier, so. Stellen wir das mal auf 8000 runter. Bleibt gerade nichts anderes übrig. Und selbst das reicht nicht. Es ist zum... So, wenn wir jetzt nicht genug haben, dann weiß ich auch nicht. So. Ja, ich habe gerade nach rechts geguckt und nicht nach oben, deswegen... Hieß mir beim ersten Mal nicht auf. Du, zack, lädst mal kurz aus und fährst dann nochmal rüber. Schön, dass wir wieder drei Steine übrig behalten. Dann muss ich einen Ding bauen. Verdammt, jetzt habe ich verklickt. So ein Ärgernis aber auch. Doppelt verklickt, immer mit der Ruhe, sonst wird das hier nichts. Du fährst da rüber und holst die Items. Sonst wird das hier schon mal gar nichts. So, jetzt geht das hier los. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich muss das jetzt ordentlich machen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Und außerdem können wir jetzt endlich den Stempel machen. Jetzt können wir stempeln. Jetzt können wir stempeln gehen. Mit viel Liebe. Mit viel Liebe. So ist es fertig. So schön. Es geht jetzt darum, strategisch. Es müsste reichen, oder? Es geht jetzt darum, ob ich hier noch eine Zwischenbahn einziehe. Aber das reicht doch, wenn wir die außen stehen lassen. Dann könnte man hier. Es mangelt an Arbeitskraft. Noch einen dritten hinsetzen. Krasse Sache. Und der schließt hier auch sehr gut ab. Also jetzt nicht überragend, aber... Das kriege ich hin. Welcher von diesen hübschen Straßen in der Mitte möchte denn jetzt nach Hause gehen? Ja, lassen wir die lassen wir stehen. Die nehmen wir weg. Da 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 da. Bam. Und die nehmen wir raus. Oh, ist das wieder befriedigend. Ist das schön. Man könnte sogar noch einen einsparen. Ich könnte theoretisch auf den verzichten. Die Frage ist, ob ich das will. Ich frage, ob das Sinn macht, den jetzt hier noch einen weiter rüber zu schicken. Also im ersten Moment sage ich jetzt einfach mal ja. Wird es nochmal alles verschieben? Ja, komm, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich weiß, ich kann da noch einsparen. Warum denn auch nicht? So, ich schiebe ihn also so ran. Und bei dem mache ich so. Richtig, jetzt nehmen wir die Straße einfach raus und dann hat sich die Sache. Zack. Mein Herrgott. Jedes Mal 10 Cent dafür bekommen, wenn ich das sage. Zack. Zack. Dann machen wir es nach oben. Und nach unten. Ist
doch alles kein Problem. Und wenn ich doch eine Verbindung habe, mehr kommen. Was soll ich sagen? Ich kann nicht anders. Das muss doch hier wenigstens verbunden sein. Dann stehen die schön beieinander. Das ist doch jetzt alles. Meine schwärzesten Gedanken wie ein alles super. Alles perfekt. Ihr seid noch nicht angeschlossen. Das Problem ist uns bekannt. Wir arbeiten dran. Das ist beinahe geschenkt. Das musste jetzt auch sein. Ne? Kannst du die nicht gerade abschließen? Das sieht doch furchtbar aus. Hier in der Ecke ist egal, da können wir nichts machen. Aber so kann er doch wunderbar schön gerade und so. Das ist doch dann da. Ne? Wir brauchen hier noch... Wo ist er denn? 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 Ja, wo ist er denn? Der Pendlerkai muss ja wirklich hier hin, ne? Wo setze ich denn hin? Hier hinten ist doch bestimmt auch irgendwo Platz. Guck mal hier. Der Papa kommt hier ran. Sehr gut. Gut. Das haben wir Arbeitskräfte. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben heute noch nicht viel geschafft. Naja, wir müssen das. Das ich kann ja hier noch nicht einfach irgendwas hinbauen. Wo sind wir denn hier? Ja? Das ist ja hier nicht bei irgendwelchen Hobbyleuten, die hier an und spielen. Jetzt ist hier. Aber nichts professionell machen, aber das Bauen soll wenigstens so aussehen. Wenigstens ist es den Anschein erwecken. Als wenn man sagen könnte, ja, der hat sich dabei mal irgendwie ein paar Gedanken gemacht. Ja, für manche ein bisschen eintönig, aber im Grunde genommen ist ja erstmal was da. Und jetzt reiße ich den nochmal ab und stelle die so eine Holzfarm hin. Die passt da genau rein. Jetzt produziere ich mir hier selber Holz, das mir einfach zu dumm ist und zu lange dauert. Denn wenn man immer Holz braucht, ist keins da. Obwohl ich einen hier losgeschickt habe. Eine Explosion erschüttert eine ja, ihrer ist Fabriken. Ja wichtig, dass hier alles explodiert. Jetzt gehen wir nicht auf den Keks. Bruder! Natürlich. War ja klar. Also näher kann die Polarwacht wirklich nicht dran stehen. Ich könnte die Straße noch abreißen, aber... Ne, es ist manchmal... Die Feuerwehr wohnt da tatsächlich schon drin und trotzdem explodiert alles. Das ist witzig. Schön. Also, wir haben hier zumindest mal das Kirschholz. Damit können wir noch nicht viel anfangen. Cognac, wird der Zucker eigentlich hierher geliefert oder noch die nicht? Die Flammen sind außer Kontrolle. Das mit dem Zucker ist schon da. Gut, alles klar. Wo ist der gute Cognac? Lecker Gebäude Holz. Wurden zum Raub der Flammen. Gut, also es muss jetzt theoretisch nur noch ein Schiff gebaut werden. Und dann kann das hier schon theoretisch losgehen. Theoretisch. Na, wenn wir uns jetzt ein bisschen Gas geben, kriegen wir das auch hin. Ja, leider muss hier noch das Hobbyschiff fertig werden. Ja, das kann ja noch eine Weile dauern. So ein Mist. Steht da eigentlich eine Zeit dran? Ich sehe keine Zeit ablaufen. Schatzi. Steht da echt keine Zeit? Hier stehen, hier. Hier stehen 9 Minuten. Hier stehen 10. Und hier steht gar nichts. Na toll. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelheizchen stieß. Es ist immer unser wieder toll. Traum lebt weiter. Ja, es wird, dass ich ein Schiff zerstört habe. Das tut mir auch nicht leid. Ungehorsam ist eine feine Sache. Sie sind in Ordnung. Ja, ich weiß, ich bin immer in Ordnung. Also an sich sieht es doch erstmal cool aus, ne? Wir haben den ganzen Platz genutzt. Es sind 3 Farmen da und wir können ja noch tauschen, ne? Also einer wird wahrscheinlich davon dann Harz werden, also mindestens. Und wenn wir jetzt hier noch die Felle mit aufbauen, das, was theoretisch noch gehen sollte, müsste, könnte, würde, sollte. Guck mal, den könnte ich jetzt, aber der muss jetzt, das ist schon wieder ein Endprodukt. Also nochmal drüber schauen? Wenn ich den jetzt hier in die Ecke, nee, da kann er nicht. Wenn ich den jetzt hier wieder, so hier wieder hinpassen, irgendwie so. Ich mag das immer nicht, wenn er dann... Ah, ich weiß noch nicht, ob das hier so gut ist, wenn der dann da steht. Ich setze den jetzt hier hin. Wohl wissend, dass ich mich wahrscheinlich jetzt schon wieder drüber ärgern werde. Kann ich den noch näher ranholen? Ja. Und schon ärgere ich mich drüber.
Und schon ärgere ich mich drüber. Und jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr versetzen. Und ärgern, und ärgern, und... Ja, das tut weh. Können wir jetzt nicht ändern? Ist so. Aber ich guck mal, ob ich es bald ändern könnte. Gott sei Dank. Ich muss den Fehler wiederholen. Also wiederholen, sage ich schon. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, 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 ja. Machen wir weiter, machen wir weiter, machen wir weiter. Immer schön weitermachen. Du holst jetzt erstmal. Also die könntest du schon mitnehmen, aber die brauchen wir noch nicht. Hier, wo seid ihr denn? Wo ich ja denn? Wo ich ja denn? Oh Gott. Wenn das hier nicht so ein Hin und Her flimmern würde. Wenn ich da nicht draufklicken würde und mal sehen könnte, wer jetzt hier ist. Dings habe ich gerade nicht da. Gut. Alles Schiff klar. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Nimm den. Wo ist die Sichel? Wo ist die Sichel? Gib mir die Sichel. Die Waffenruhe Sichel. Wurde gut. Beendet. Sichel, Sichel. Kann ich den hier nochmal rausnehmen, ganz kurz? Du kriegst auch, das ist fast genauso gut. Nur, dass es mit Dings nicht hinhaut. 100%? Sind alle auf 100%? Also rein theoretisch brauche ich ihn nicht. Ja, da könnte man jetzt überlegen, ob wir, ziehen wir da noch eine Straße ein? Wenn wir die Straße nach innen legen, links könnten wir mit dem Hypno da noch mehr rauskitzeln. Zumindest 50%. Das ist jetzt echt auch nochmal so eine tricky Angelegenheit. Da müssen wir nochmal überlegen, wie wir das hinkriegen wollen. Jetzt gib mir hier erstmal meine Dings. Das ist jetzt nämlich auch nochmal entscheidend, welche Items wir hier reinhauen. Die Waren stapeln sich hier. Habe ich mich ernsthaft um einen verschätzt? Ja. Sind die da noch drin? Nein. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich mach den Tanz, den Unfähigkeitstanz. Wir sind so unfähig. Tralalalala. Wie wunderbar. Wir sind so unfähig. Tschalalalalala. Aber unten habe ich es hingekriegt, sagst du? Unten sagt er, habe ich es hingekriegt. Na, wenigstens da. Mein Gottchen, nee. Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Wow, ey. Die Menschen das läuft wieder bei mir heute. Hochleben. Heute ist wieder mein Tag. Ja, ich hab's ja noch hingekriegt. Es ist ja jetzt, also vom Prinzip her ist es ja jetzt auch okay. Gut, Steuermann? Sie kriegen jetzt hier erstmal, wenn sie schon mal neu mit dazukommen, dann kriegen sie hier erstmal alles, was wir irgendwie dort reinbuttern können, was irgendwie Sinn macht. Also erst den, dann den, dann den. Er kann schnell ausladen, er kann Fracht verlangen und ist schnell. Das sind alles Eigenschaften, die ich an einem Schiff sehr gut mag. Das ist übrigens die falsche Abteilung, wir müssen nämlich hier hin. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Wo ist das Kirschholz? Wir suchen jetzt so lange, bis ich das hier gefunden habe, das kann ja nicht wahr sein. So, zack, 1, 2, 3 und jetzt werden Fälle mitgenommen und so, bis der Arzt kommt. Obwohl, wir können es doch 4-4 machen, oder? Wo war nochmal das Kirschholz? So, wo sind die Felle? Da. Fell. Das war doch das Schiff mit den 8 Plätzen, ne? Würde ich immer auch gewartet haben. So, das Ganze ausladen. Ja. Zack. So, die Items sind schon da. Wir müssen nur noch hier auf unseren Stempel drücken und dann kann es losgehen. Die Frage ist, wo stelle ich es hin? Das ist jetzt auch gar nicht so einfach. Also da unten ist die Kante. Das heißt, es geht noch bis hier. Also ich kann nicht weiter raussuchen, was ich jetzt echt gut gebrauchen könnte. Und der passt genau da oben in die Ecke. Oh.
Sexy. Rrr. So mag ich das. So ist das schön. Wunderbar. Guck mal, hier ist sogar so viel Platz. Viel Platz hier ist. Wenn jetzt dafür 5 noch Platz gewesen wäre, das wäre jetzt der Hammer gewesen. Wir können ihn noch einen weiter nach links schieben. Wenn wir einen weiter nach links schieben. Nur, also, weil der nimmt ja eben nichts weg. Wenn wir den jetzt einen weiter nach links schieben. Einen können wir noch. Guck mal, wenn wir den jetzt einen. Ich meine, dann ist das nicht mehr ganz perfekt, aber so halb perfekt. Guck mal, das ist dann so halb perfekt. Ja, und dann können wir den so machen. Und dann können wir das Ganze nochmal machen. Und dann bleiben genau 5 in der Mitte frei. Jetzt könnte man sagen, ich könnte, also wenn ich den jetzt noch einen weiter nach links mache, dann bleibt auch die Straße rechts bestehen. Das wäre schon schön. Man, wir könnten auch mit einer machen, aber mit. Oh, da ist. Oh, mit 2. Das wird jetzt aber eng. Das ist nicht mehr ganz so schön. Warte. Also wenn wir den jetzt noch 2 darüber schicken, dann wird es langsam etwas eng. Aber es passt immer noch. Es passt noch. Ja, na klar, Dicker, das passt noch. Und sogar hier kommt das mit der Ecke hin. Ja, also das passt ja alles ganz, ganz, ganz wunderbar. So, jetzt. Pass auf. Guck, jetzt passt's. Guck, wie das passt. Ist das Hammer. Gestern einen schön von der Palme gewedelt. Oh, was hast du für ein Porno geguckt? Ah, ich habe Roland bei Anno spielen gesehen. War das geil. Ja, komm vor. Manche Leute lieben hübsche Frauen. Manche mögen Gabelstapler. Und ich mag, wenn es gut gebaut ist. Da muss ich doch alle in eine Richtung zeigen lassen. Komm, schön, alle nebeneinander, alle in dieselbe Richtung gucken, alle in dieselbe Richtung. Ja, so ist das schön. Hier wäre noch Platz, um noch einen dazu zu zählen, aber so viel brauchen wir nicht. Und das ist doch jetzt hier, das ist doch jetzt geil. So plant man Stadt. Apropos Stadtplanung. Wie sieht's eigentlich aus? Können wir mal wieder eine WM machen? Die Frauen-WM hat heute angefangen. La Fortune ist ein Mann, der bereit ist für seine Freiheit jeden Preis. So, jetzt ist doch gut, oder? Guck mal, wer ist denn da? Hallo. Ich brauche hier noch Zitrusfrüchte. Müssen wir kaufen. Wir nehmen davon mal 2 mit. Kann ich die kurz klauen? Ja, ne? Zitro, kann ich die kaufen? Oder ist das dann eher so, dass ich hier wieder Ärger bekomme? Hm? Ich flitze jetzt nochmal schnell nach. Kauf die Sachen. Und dann ist aber auch schon wieder so gut wie Ende Gelände heute wieder. Ne? Das ist schon. Das muss provisorischerweise heute erstmal reichen, so wie es jetzt dasteht. Ja, wir werden die außen ein bisschen updaten. Für den in der Mitte reicht es nicht, oder? Doch, gerade so. Ne, alles super. Vor allen Dingen die sind dann erstmal krass. Dafür kommt noch ein Layout, ansonsten haben wir genug. Sobald alle Hobbits tot sind. Nein, wir kriegen schon unseren Ring nach Mordor, wenn wir hier nochmal ein bisschen Einfluss hätten. Apropos, steht hier noch das. Da haben wir da Einfluss, alles ist gut. Alles klar, läuft wieder. Ich will jetzt nicht pingelig sein, genau. Aber ich kann es nicht leiden, wenn hier 2 verschiedene Arten von Bäumen stehen. Ich bin Rassist. Baumrassist. Ja. Alles eintönig. Jetzt ist auch irgendwie komisch aus, aber okay. Na? Himmel, Herrgott. Das ist hier doch heute schon wieder zum 10. Mal, wo ich das sage. Kann ich hier irgendwo mal kurz ein Schiff plündern? Ist hier irgendeins mal halb leer? Oder halb voll? Das geht auch. Bring mal hier. Wo sind die Kanonen? Ich finde die Kanonen garantiert nicht so. Zack. Nein, nicht eine. 50. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Das dumpfe Gefühl, du willst dich fertig machen.
So, kriegen wir jetzt hier noch ein paar Dinger gekauft. Wir brauchen Citrus. Das ist das für 20% mehr. Wir brauchen das für Citrus. Beim letzten Mal habe ich es extra nicht eingepackt. Für Citrus. Das ist nicht Citrus, das sind die 15 Felder. Wir haben jetzt noch 2 Felder frei und die sind beide für Citro. Los, Zitronen. Nein. Schiff unter Beschuss. Einmal Zitronen. Wenn jetzt ein Schiff versenkt wird, dann ist hier aber Achterbahn. Nein. Komm schon. Ich brauche das Zitronenbuch. Zitronenbuch, die sehen alle so gleich aus. Das ist nicht das Zitronenbuch, das ist auch nicht das Zitronenbuch. Das ist das 20% Buch. Und ärgern, das ist immer noch das 20%. Das ist so. Wow. Ich will doch bloß einmal die Zitronen, danke. Ich will nach Hause. Ich will hier weg. Fahr nach Keploni, fahr nach Hause. Ich will nicht mehr. Ansonsten alles klar hier, muss ich noch irgendwie gucken. Ich fühle mich aufgebraucht. Ja, mach erstmal dein Dings und dann ist gut. Zack. Ein Schiff wird nachher nicht mehr reichen, dass sie hin und her tuckert, egal wie schnell es ist. So, den können wir jetzt erstmal bauen, provisorischerweise. Provisorischerweise wäre es jetzt ganz gut, wenn wir hier vorne erstmal ein paar Anlegestellen unterbringen. Damit der erstmal überhaupt ein bisschen hin und her kommt. Gut, dann können wir den jetzt. Hiss die Flagge meines Vaters. Man denkt immer, man hat immer noch ein bisschen Einfluss übrig. Hier weg. Wo wird denn hier jetzt geschossen? Du fährst doch jetzt hier nicht in den Hafen. Was soll denn das? Fahr weg. Neue Befehle? Da gehen wir schon die ganze Zeit auf Keks. Jetzt hat er mich wieder ganz. Also, wir brauchen jetzt. Siehst du, jetzt haben wir gar keinen Einfluss mehr. Ja, toll. Und jetzt? Und nu? Kannst hier schon die Götter des Deltas aufbauen. Rein theoretisch, rein mathematisch gesehen, würden die jetzt schon fast Sinn machen. Aber. Wir können Risky. Risky oder Bisky? Nein, den lassen wir noch stehen. Dann warten wir jetzt so lange, bis wir Einfluss haben. Edge-Badge. So. Ganz einfach. Wir warten, bis das hier jetzt hier dann, also bis wir wieder, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hier mal schnell Einfluss herkriege. Sobald wir ein paar Schiffe haben, war verladen. Ich könnte die Schiffe rausnehmen, hätte wieder ein bisschen Einfluss. Meine hohen Erwartungen, das würde bei einer Auktion Zack. Rekordsummen erzielen. Sehr gut. Brauchen wir nicht. Wunderbar. Finde ich immer gut, wenn wir Sachen bekommen, die ich nicht brauche. Naja, das muss dann abgeholt werden. Hafen machen wir beim nächsten Mal, das dauert mir zu lang. Sonst noch irgendwas? Wird schon geliefert? Ist er schon? Haben wir Kirchenholz da? Genau, ich nutze hier mein Kirchenholz. Wunderbar, aus Kirchenholz machen wir heute Cognac. Klar, warum nicht? Heute ist der Tag. Ach, ist doch schön. Komm, den hauen wir jetzt hier mit ran und dann ist auch gut. Wäre schön gewesen, wenn wir die Feuerwehr da noch mit eingebaut hätten. Hier so bei den zwei, da steht ja eh einer. Also. Komm, wir können hier noch einen auf die Ecke bauen. Dann könnte man das hier noch so verbinden. Dann ist ja auch noch genug. 2 müssten dicke reichen. Dicke. Die Frage ist, haben wir genug Weintrauben? Da sehe ich dann eher schon ein größeres Problem. Schiff unter Beschuss. Ja, das könnte ein Problem werden, früher oder später. Stand hier nicht mal ein Schiff zur Bewachung? Flachkreuzer bereit. Wollte schon sagen, der steht doch eigentlich hier. Das ist der gute andere. Der steht, der kommt hier ein bisschen weiter jetzt in die Mitte. Und der andere steht hier genau in der. Der steht jetzt hier. Ihr Hafen wird angegriffen. Fährst ein bisschen da in die Ecke. Ja, egal wo du hier lang fährst, du wirst von überall beschossen. Es ist vollkommen egal, wo du hier auftauchst. Sobald du hier in die Nähe des Hafens kommst, und ich stelle jetzt hier extra nur für den,
Ja, wir haben keinen Einfluss mehr, aber dafür haben wir noch Einfluss. So, mein Freund, und wenn du jetzt hier in die Richtung kommst, ich sag's dir. Ja, wenn nix geht. Schiff unter Beschuss. Aber das geht schon. Nö, da fahre ich jetzt nicht mehr hin. Kann er außerhalb der Linie, kann er jetzt campen. Viel Spaß. Sobald er irgendwo in die Nähe des Hafens kommt, ist es überall. Er kann nur rechts am Rand langfahren. Ansonsten kommt er nirgendwo mehr hin. Ja, der steht da absolut in der Todeszone. Ich warte jetzt hier eigentlich nur noch, aber der wird es nicht der mehr schaffen. Nicht-Angriffspakt wurde Von beendet. Der Geschwindigkeit ist der einfach zu langsam, um hier noch die Items rüberzubringen. Ist aber auch erstmal egal. Wichtig ist, dass der Cognac ankommt. Den wollen wir jetzt hier noch begrüßen. Ich muss ja, zugeben, schön mit Kirchenholz, so wie man das so macht, ne? Wir brauchen kein Kirschholz, wir haben Kirchenholz, das ist alles dasselbe, warum auch nicht. Ne, Weintrauben machen wir dann auch beim nächsten Mal. Das vergesse ich bestimmt bis dahin, aber ist auch egal. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier regeln. Weintrauben müssen wir dann das... Wir müssen hier hinten eh nochmal aufräumen. Ich weiß noch nicht, ob wir das beim nächsten Mal machen, aber es wäre an der Zeit. Ja, die Farmen und so stehen da. Und ich hasse ihn. So abgrundtief. Und jetzt versenke ich ihn. Einfach nur, weil ich ihn nicht leiden kann. Das Letzte ist, was ich heute tue. Bei denen gehe ich jetzt verhauen. So, Schatzi. Ist zu spät. Ich komme. Fährt er hier hinter meiner Linie rum und geht hier allen meinen Schiffen auf. Er kriegt eh keins versenkt. Hallo. Boah, geht er mir auf den Sack. Me wow. Oh, auf den kannst du die ganze Zeit schießen. Den interessiert das nicht. Der lacht dich hier aus. Immer draufhalten. Immer lustig. Und noch einen. Jetzt ist Schluss. Schlachtkreuzer auf dem Weg. Position beziehen, alles leer machen, keine Schiffe mehr, alles in Ordnung, jetzt alles erledigt. Und mit diesem schönen Bild hören wir erstmal auf. Ja, da hinten läuft zwar noch nichts, weil ein bisschen knapp ist, aber der Rest haben wir hier schon mal gut eingeplant. Gefällt mir. Ja, das wird hier eine echt gute Wirtschaft in Sachen Bäume und Felle.